Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Northgard. Wir wollten ja noch ein wenig spielen, und zwar mit den anderen beiden Clans, die es so gibt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal und spielen dieses Mal mit dem Wolf-Clan. Und den mache ich eigentlich so standardgemäß in Blau. Ich muss auch ankündigen, ich habe seit den letzten paar Wochen, also seit der letzten Aufnahme, nicht mehr Northgard gespielt. Ich wollte es mir einfach aufheben, jetzt, für den Augenblick der Aufnahme. Und es hat jetzt ein bisschen länger gedauert als erwartet, einfach nur, weil ich noch nach Aufnahmeprogrammen gesucht habe. Weil mit Fraps aufzunehmen war nicht das Wahre, denn dafür muss ich mich jetzt auch noch entschuldigen. Man hat den Mauszeiger nicht gesehen. Jetzt dürfte es funktionieren. Kuckuck. Okay, wir machen auf schwer, wir machen blau. Und wir nennen uns, ja, wir bleiben einfach bei Torvalds, kommt. Und jetzt haben wir auch Siegbedingungen. Vorherrschaft, Weisheit, Handel, Ruhm, Map Special. Ich würde sagen, wir lassen einfach mal alles drei drin für die ganzen ersten Partien. Und dann geht's zur Auswahl. Und wir sehen, nun, der nächste Clan, der kommen wird, ist schon ein bisschen angeteasert. Und zwar, es sieht mir sehr stark nach einem Rabenclan aus. Was die wohl können, man kann vielleicht spekulieren, aber wir werden sehen. Wir spielen mit dem Fenrir, mit dem Wolf-Clan. Und wir sind aggressiv, freiheitsliebend und ausgesprochen waghalsig. Und wir beginnen mit einer Erweiterung für unsere Kriege, mit einem Upgrade. Unsere militärischen Einheiten verzehren 30% weniger Nahrung und gewähren Zufriedenheit. Und mit Ruhm schalten wir frei, dass unsere militärischen Einheiten einen Angriffsbonus von 20% außerhalb unseres Hoheitsgebietes bekommen. Und wir bekommen den Berserker. Also der Wolf-Clan ist sehr kampfbasiert. Auf diese Weise, ja, mit dem Wolf-Clan spielt sich sehr, sehr stark wie so ein klassisches Echtzeitstrategiespiel. Von wegen Armee ausheben, Feind vernichten. Ja, starten wir einfach. Und so. Ich habe schon auf schwer geklickt, oder? Ich hoffe. Wenn nicht, tut's mir leid, aber ich glaube, ich habe. Okay, dann googeln wir mal. Fangen wir wieder an mit den Grundlagen. Bauen wir uns erst das Haus. Es gab hier und da ein paar kleine Updates, aber mir ist jetzt nichts aufgefallen, was unglaublich essentiell wäre. Und ich habe jetzt im Übrigen auch mal das Spiel ein bisschen lauter gedreht. Mir ist aufgefallen, das war beim letzten Mal ein Stück zu leise. So, meine Freunde, der Start ist eigentlich fast überall gleich. Aber gerade so mit bis Endgame unterscheiden sich die Clans stark voneinander. So, das Speerlager wird gleich mal besetzt. Ich möchte schnell wissen, was in der Umgebung so los ist. Das Haus zu Beginn. Verkehrt ist es nicht. Wir haben da gerade mal Platz für zwei weitere Leute. Ein Holzfäller. Nee, lass mal sein. Lass mal gut sein, sammel Nahrung. Wir müssen immer drauf achten. Wir haben gerade ganz wenig zu Start. Mit dem Hirschclan hat man den Vorteil, dass man ein bisschen mehr Stadtgüter hat. Da kann man am Anfang gleich richtig fröhlich drauf losbauen. So, du bist neu. Nein, der ist mit Perwoll gewaschen. Was, wirklich? Alter, kommt auf einmal so ein Wikinger aus der Waschmaschine rausgekrochen. Hallöchen, Reliquien. Oh, wir haben Fisch, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, das ist schön. Ach. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Musik hier toll finde? Ich spiele die letzte Zeit viel zu viele Spiele mit toller Musik. Age of Mythology, Northgard, Stronghold E. Ja, Total War Warhammer hat auch gute Musik, muss man sagen. So, ja, mehr als hier gehen nicht. Ja, jetzt müssen wir echt den Luxus vom Ziegelclan aufgeben. So wunderschön einfach. Was brauchen wir jetzt eigentlich nochmal für 80 Holz. Jetzt müssen wir den Luxus vom Ziegenclan aufgeben, hier extra Gebäude reinpflanzen zu dürfen überall. Mit dem Wolfclan geht das eben nicht. So, ich bräuchte noch einen Holzfäller mehr. Bitte, danke. Hier gibt es Wölfe und einen Wald. Das heißt, die Holzproduktion sollten wir auf kurz oder lang hierher verschieben. Hier bei den Ruinen könnte ich meine Heilerhütte reinbauen.
Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass alle den Durchlauf mit den Ziegenclan gesehen haben und dass alle so die Grundlagen schon ein bisschen kennen. Also das Spiel jetzt bei jedem Durchlauf nochmal neu zu erklären, das wäre ein bisschen, ja, zu viel des Guten und so, würde ich mal so bezeichnen. So, und holen wir uns schnell unsere ersten Krieger. Ich meine, wir sind der Wolf-Clan, wir gehen auf Krieger regelrecht ab. Oh, Steine, gleich ums Eck. Und noch ein Wald. Ah, ich glaube, da machen wir das hier. Steine, Wald, also eine Mine, dann doch den Wald und vielleicht noch eine Hütte oder sowas. Dann haben wir das Gebiet gut genutzt. Weil der Wald da unten, später. Vielleicht. Hier sind auch nochmal Fische, oder? Wir haben gerade richtig Glück, was Fische angeht. Und wir kriegen Schafe. Schön. Du machst mal ein bisschen hinne. Oh. Oh, lecco mio. Lecco mio. Holzfäller. Sammel mal. Und beeil dich bitte. Puh. Man muss immer so ein Auge da drauf haben. Übel. Klopf, klopf, wer ist da? So, du wirst gleich mal ein Krieger. Komm. Wir starten ja auch gleich mit einem kleinen Krieger-Upgrade. Mit 20% mehr Angriffskraft. Das ist nicht verkehrt. Jetzt gerade gegen die ersten Wölfe und so. Vielleicht können wir die auch relativ... Vielleicht mache ich sogar gleich das Gebiet. Dann haben wir nämlich Ruhe von den Wölfen, zumindest da unten. Hier, da geht es nämlich schon gleich los. So, wir kriegen ja auch Zufriedenheit durch Krieger. Komm, machen wir gleich noch einen. Hier sind zwei Wölfe, das sollten wir hinkriegen. Ich darf aber... Warum nicht? Das grenzt doch an. Verarscht mich doch nicht. Hallo? Ja, super. Na gut, dann machen wir erstmal das Gebiet, was soll's. Ja, erstmal 20 Nahrung sammeln. Unschön. Ja, man merkt schon, beim Ziegenclan waren es nur 5% weniger Nahrungsverbrauch. Aber es sind 5%, die uns jetzt hier wahrscheinlich fehlen würden auf ein plus 3. Was die Nahrung ein gutes Stück pushen würde, gerade zu Beginn. Selbst kleine Boni darf man nicht verachten. So, du lieber Dorfbewohner. Wir kriegen derzeit noch leicht Plus. Wird aber auch nicht ewig bleiben. Aber mit dem Wolf-Clan brauchen wir nicht mal zwingend Händler. Wir können das auch alles plündern, quasi. Wir sind so richtige Vikings. Muss ich gerade an das Video von Lindebetsch denken. Das Ironclad Review. Vikings! Plus 4. Okay, es kam noch einer dazu. Wir könnten bald noch ein neues Häuschen gebrauchen. Dann haben wir Winter. Puh, das wird knapp. Trotz allem will ich's wagen. Wie können Sie es, Volkswagen? Ich gehe einfach mal auf Risiko. No risk, no fun und so. Wir könnten jetzt einen unserer Speer herziehen, sobald er hier fertig ist, und ihn mal schön die Reliquien erkunden lassen. Ahoi. Ahoi, Brause. 10. Dann haben wir nur 2 Bauplätze hier. Boah, ist das arschig. Ich wollte hier meine Heilhütte haben, wirklich. Nee, die mache ich dann doch darunter. Zusammen beim Wald. Weil ich hätte hier gerne jetzt ein Haus. Ich hätte hier gerne jetzt ein Haus und mein... Und dann auf jeden Fall die Fischerei und so. Komm mal rüber. Bau mal. Mach dich nützlich. Du Lappen. Ja. Wir haben nur einen Holzfäller, oder? Ja, den anderen haben wir abgezogen. Was wir wieder abziehen, ne? Alter. Ja, Produktivität. Das heißt wohl wahrscheinlich auch, dass unsere Krieger 20% weniger Schaden machen, oder? Oder gilt das nur für Wirtschaftlichkeit?
Warum darf ich denn immer noch nicht hier besiedeln? Muss ich da echt einmal komplett außen rum gurken oder was? Ja, dann kann mich der Wald mal. Aber dann können mich die ganze Zeit die Wölfe angreifen. Wollt mich doch verarschen. Ich meine, hallo? Hm? Okay, du hast das hier. Was kostet eine Fischerhütte? 60 Holz. Riskant zu kurz vorm Winter, weil wir brauchen noch Brennholz. Ich glaube, wir kommen so mit der Nahrung auch zurecht. Warte, nu. Wo? Nicht im Ernst, auch noch hier. Oh, nö. Und er hat nicht fertig erkundet, oder? Mann. Fred. So, zurück. Unschön gerade. Ja gut, ich meine, mit so einer Fischerhütte würden wir eventuell... Hier beim Wald. Hier könnte man noch eine heile Hütte platzieren. Holzfälle. Eisen, hier. Mine. Heile Hütte. Da ist der Winter. Genug Wissen für ein Upgrade. Plünderung. Kröns für jede getötete Einheit. Das ist halt nicht verkehrt. Oder wir holen uns erstmal allgemeinen Kröns-Bonus oder mehr Holz. Mehr Holz. Komm, für den Start ist mehr Holz gerade sehr, sehr gut. Was haben wir überhaupt an Gegnern? Wir haben einmal Hirsch, nochmal Hirsch und einmal Ziege. Alles klar. Bisschen aufpassen beim Hirschclan, wenn er sich weit genug ausbreitet, dann hat der wirklich eine Power, die unsere Krieger vom Wolfsclan echt übertreffen kann. Ich hätte jetzt echt gerne sehr bald ein paar Heile. Winter, bitte geh vorbei. Ich würde schon gerne so ein bisschen weiter expandieren, weil so kommen wir nicht sehr weit. Es bleibt beim netten Versuch dann. Fischerhütte. Komm, du baust die mal. Bauen wir die mal hierher. Das sieht doch noch was aus. Ich glaube, die Laufwege sind eh wurscht hier, aber es soll ja noch was ausschauen auch. Hier und da. Die Schafe hätte ich eigentlich ja auch gerne. Ein Gebiet mit drei Bauplätzen und sonst nichts wirklich Besonderem, was herausragt. Und Schafe. Ich glaube, dann hole ich mir sogar das hier statt dem Wald. Das kann noch ein bisschen warten. Als nächstes. Sind das zwei Wölfe? Sind das tatsächlich fucking zwei Wölfe? Ja, jetzt ist mittlerweile fast alles verletzt hier. Nee, bitte. Minus 19. Ach so, die waren alle im Kampf. Ja, es ist okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, du gehst mal rein und fischst ein bisschen. Fisch. Och, mit einem Speer. Gut, wenn man im Fluss jagt quasi, beziehungsweise seichten Gewässer, dann geht es mit einem Speer. Schon, man muss halt gut zielen und schnell sein. Den Fisch vorher bitte höflich bitten, auch stillzuhalten, nach Möglichkeit. Winter, gehst du mal bitte vorbei. Du machst mal beim Fisch mit. Fisch. Zunächst holen wir uns das Gebiet. Hier gibt es ja sowieso keine Wolfshöhle, oder? Aber trotzdem kommen ständig neue. Da muss irgendwo anders eine sein. Okay. Ach kommt, hier dürfen wir auch nicht. Ey, Leute. Gut, dann holen wir uns doch das Gebiet hier. Dann können wir hier noch was anderes platzieren. Ich bleib dabei. Mine, Holzfäller, Heilerhütte. Hier können wir dann den Holzfäller dafür abreißen und bauen entweder eine Brauerei oder einen Marktplatz hin. Okay, auf geht's. Jetzt haben wir schon minus 1. Sollten wir ein bisschen hinne machen.
So, die Heilerhütte hätte ich gerne so schnell es geht. ASAP. As soon as possible. Arschbald, arschmöglich. Nein, 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 nicht den Krieger, nicht den Krieger, komm. Wir brauchen jemand anderen, der tankt. Die Truppen des Wolfs sind besiegt. Gibt's übrigens die Nachrichten in Stronghold. Die wurden bloß nie im Spiel verwendet. Die habe ich bei den Soundfiles entdeckt, so. Die Truppen der Ratte wurden besiegt. Die Truppen der Schweine wurden besiegt. Bla bla bla. Von jedem. Stattdessen gibt's einfach nur ein simples Sieg oder wir haben den feindlichen Angriff überlebt am Ende. Wahrscheinlich war das dann den Programmierern zu viel, das noch speziell auf die Gegner anzupassen oder so. Eigentlich fast schade. Es hätte noch ein kleines i-Tüpfelchen gegeben. So ein kleines bisschen die Sahne oben auf der Kirsche. Wyvernhöhle? Oh, das Ding habe ich auch noch nie gesehen. Nur in einem Trailer mal kurz. Interessant. Die furchterregendsten aller uralten Kreaturen, die Northgard durchstreifen. Tötet ihn und erhaltet 250 Ruhm. Ich würde jetzt gerne eine Heilerhütte bauen. Herzlichen Dank. Die kommt hierher. Du baust jetzt gefälligst. Mann. Nicht so rumtrödeln. Dann bauen wir noch eine Holzfällerhütte und die kommt dann hierher. Dank Wald ist nämlich die Produktion hier erhöht. Das ist Speertod. Super. Hast du klasse gemacht, Speer. 50. Okay, mach mal. Die kommt hierher. Sobald wir das haben, schicken wir unsere beiden Holzfäller einfach rüber. Und wir brauchen neue Krieger. Dringendst. Und vor allem Heiler. Vor allem Heiler. Kommt rein da. Am besten noch einen. Ein Holzfäller dürfte dann auch reichen, sobald das fertig ist. Das tue mal ich eben wieder zum normalen Bauern machen. Wie gesagt, das Spiel ist ein richtiges Puzzlespiel. Man muss wirklich immer ein Auge auf alles haben. Ansonsten ist man ziemlich schnell im Ruin. So, du gehst da hoch und fällst dort dein Holz weiter. Werd glücklich. Und du wirst ein Krieger. Oh, es wird geheilt. Sehr schön. Wir haben auch zwei Heiler. Damit wird's. Und ich darf immer noch nicht... Warum darf ich hier nicht besiedeln? Mann. Ich verstehe es nicht. Ich darf hier nirgendwo besiedeln in diese Richtung. Ich Vollidiot. Ich bin doch so ein Volltrottel, natürlich. Das kommt davon, wenn man es mal 2 Wochen nicht gespielt hat, das Spiel. Natürlich, wir müssen erstmal die Gegner besiegen, bis überhaupt das... Oh Mann, ich hatte es irgendwie in Erinnerung, dass es ausgegraut ist, bis wir die Gegner besiegt haben. Aber nee, wir müssen es einfach besiegt haben und dann... Ist okay. Komm, machen wir sie platt. Blöden Kackwölfe. Na also, da haben wir es doch. Jetzt können wir das Gebiet besiedeln. Ich würde aber noch sehr gerne eine Mine, beziehungsweise einen Bergwerk errichten hier. Kommen's mal her, junger Mann. Das Ding können wir abreißen. Ja, was machen wir dann eigentlich da unten? Ah, hier sind auf jeden Fall Rehe. Aber hier sind keine. Hier sind keine. Und das grenzt. Gut, es darf wahrscheinlich kein Wasserweg sein. Und wo werden wir angegriffen, bitte? Ach nee. Ja, okay. Mehr Erz aus Vorkommen. Oder wollen wir lieber gucken, dass wir mal ein bisschen ins Plus gehen? Andererseits können wir noch Händler holen. Wir haben derzeit nicht viel Vorkommen in der Nähe. Ich würde gerne mehr rausholen aus dem Stein, das wir so haben. Komm, geh mal ran da. Ich nenne dich jetzt Wanda, geh mal ran da. An die Veranda. Gut. Null Zufriedenheit, weißt du was? Wir sind Wolfsclan, wir kriegen extra Zufriedenheit durch Krieger. Stimmt, mehr als 3 dürfen wir nicht haben.
Super. Hat ja klasse funktioniert. So, wir haben einen, der mir Stein macht. Wir brauchen noch mehr Holz. Warum haut erstmal noch so hin, aber auch nicht mehr ewig. Hier hätten wir Eisen. Hier sind überall Wölfe. Wollt mich doch echt verarschen. Hier hinten hätten wir auch nochmal Rehe. Ich glaube, ich gehe erstmal in die obere Richtung, bevor uns der Gegner das klaut. Vor allem, um den Steinkreis zu bekommen. Aber zuerst hätte ich gerne wirklich das Upgrade hier. Ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, an dem mir ein Heiler reicht. Erstmal, komm, du wirst jetzt noch Holzfäller. Das Gebiet ist auch sehr verlockend, aber es drängt noch nicht. Hier oben könnte es uns weggenommen werden und ich möchte unbedingt den Steinkreis haben. So, erst tatsächlich alle Krieger hinzuschicken, könnte ein bisschen riskant sein. Aber ich, na gut, zwei reichen, glaube ich. Jemand ist Tane geworden. Hat schon 200 Ruhm. Heilige. Oi, Junge. Gott, wir sind so schlecht. Wir müssen die einfach schleifen, alle. Punkt. Wir sind der Wolfsclan. Es fehlen noch die 10 Steine. Das dauert noch ein bisschen, bis die kommen. Ich kann es mir aber derzeit nicht unbedingt leisten. Ja, super. Aber das kriegen unsere Bewohner noch so hin, glaube ich. Ja, das läuft. Aber es bringt mal kurz die Produktivität durcheinander. Das ist nicht so gut. Komm, Angriff. Otoke. So, dann holen wir uns das Gebiet mit dem Steinkreis. Und danach holen wir uns das Gebiet mit den Rehen. Dann kriegen wir mehr Nahrung. Oder wir holen uns erstmal die Schafe, dass wir weniger im Winter... Gut, das werden auf jeden Fall unsere nächsten beiden Gebiete, sagen wir so. So, du wirst dann leeren Männchen. Oh, ich würde sagen, das muss noch ein bisschen warten. Das war keine gute Idee. Scheiße. Wir sind jetzt schon im November. Das könnte riskant werden. Einer der Holzfäller, sammelt mal bitte Nahrung. Oh oh. Oh oh. Wir haben auch erstmal genug Stein. Heilung möchte ich nicht einstellen. Schließlich, wenn die Völker heil sind, werden sie wieder produktiver. Komm, der Winter ist bald da. Holt noch ein bisschen mehr Reserven raus. Oh, wir sind noch ganz knapp im Plus. Schwein gehabt. Solange jetzt kein Schneesturm kommt, also kann sein, dass ich die Warnung übersehen habe, aber ich hoffe einfach mal nicht. Stimmt, ein unserer Speer ist ja umgekommen. Jetzt sind die Leute unzufrieden. Gott. Ah, ich muss übrigens mal auf die Uhr gucken, weil ich jetzt mit einem anderen Programm aufnehme. Genauer für die Leute, die es interessiert, ich nehme jetzt gerade mal mit OBS auf. Scheint bis jetzt ziemlich gut zu funktionieren, aber es hat einen Nachteil, und zwar habe ich kein Overlay. Ich kann nicht direkt sehen, ob die Aufnahme läuft oder nicht. Es sei denn, ich schließe einen zweiten Monitor an, aber dafür habe ich gerade keinen Platz. Das heißt, ich werde die Folgen einzeln machen. Also ich werde sie so hier so abmoderieren, wieder anmoderieren. Einfach um dann auch mal zwischendrin, zwischen den Folgen zu gucken, ob die Aufnahme noch läuft und so. Nachher nehme ich nämlich 2 Stunden auf und nach 20 Minuten finde ich heraus, also ich finde heraus am Ende der Aufnahme, dass nach 20 Minuten die Aufnahme abgekackt ist. Das wäre ein bisschen schade und so. Da hätte ich lieber so den Check zwischendrin. Wenn ich so auf die Uhr gucke, sind wir eigentlich bald so weit. Für die erste Folge. Die Zeit verfliegt auch bei dem Spiel, das ist Wahnsinn. Fisch hatten wir keinen. Ne, hier war allgemein kein Fisch. Okay. Wir sind noch im Plus knapp. Finde ich cool.
Super. Oh nein, gerade hier, wo jetzt... Ach du Scheiße, jetzt geht die... Alter, jetzt geht die Nahrung runter wie sonst was. Ihr Kackwölfe, müsst ihr unbedingt jetzt kommen. Oh nein, jetzt haben die mir auch noch ein Dorf... Das sind ja auch noch zwei Wölfe. Oh shit. Jetzt haben wir minus eins. Oh Mann, musste das jetzt sein? Ja, ganz ehrlich, die Angriffe im Norden hören tatsächlich auf, wenn wir jetzt diese Wölfe, wenn wir dieses Gebiet holen. Ich glaube, das hat jetzt echt Priorität, das Gebiet hier. Auch mit den Schafen. Aber wir überleben den Winter, wie es aussieht. Okay. Dann würde ich mal sagen, warten wir, bis der Winter noch vorbei ist und dann... wäre es für diesen Part soweit. Yay. Ich habe mich mitgefreut. Was ist denn da unten? Ach so, das ist hier. Missionsziel und so. So ist das also markiert. Oh, neue Technology. Heiler sammeln Nahrung, wenn es nicht gerade ist. Das ist halt auch nicht verkehrt, aber... weniger Nahrung für Besiedlung. Nee, ich hole jetzt mal die plus zwei Grüns. Sicherheit geht vor. Alles klar, dann bedanke ich mich an der Stelle erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Part.